Ja, hallo, da draußen recht herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft in the Sea. Und mit mir heute wieder am Start, der liebe Benose, hallo Benose. Hallo. So, ich habe gerade mal so Höllefeuerschmiede gebaut noch. Blood Magic. Smiley-Wolke, na dann. Lol. Die Kennst du die? ja, der habe ich bei Sky Factory 3 auch gehabt, das Ding. So, haben wir noch? Haben wir. Zwei. Haben wir noch Soll man gelb? unten? Du bist ja unten mit der Biene links, soll man rechts nehmen, um da unten dann das Magiezeugs machen, oder? Ja, können wir machen, klar. Kann man ein bisschen Platz machen hier. Kochtisch jetzt genug. Was ist denn das iPad? Was ist denn das? Botania. Kosmetik. Ja, Oh. Kosmetik habe ich auch gleich, aber. Ach, da ist so ein Ei, ein Augenklappe ist das. Müssen wir Brauche ich doch aber gar nicht. So. Naja, du kleiner schimmeliger Zombie-Pigman. Oh, da kommt Wasser. Ja, kann passieren. Mist. Wow. Nee, doch nicht. Ich brauche ja noch eine Wasserquelle hier unten. Mit der Botania. Wäre angebracht. Dachte nur, weil der Kies kommt gerade, deswegen. So, drei Fertilizer. Bin mal gespannt, was für Pflanzen ich jetzt rauskriege. Ich brauche nur eine weiße. Gut, da war schon mal keine bei. Die von oben ist cool, oder? Ich glaube ja. Da war auch keine bei. Und letzter Versuch. Ach, Glück gehabt. Gib die weiße Pflanze her, also. Oh, Quest komplett. Mhm.
Nur was ausprobieren. Geht das? Nee. Ah, so macht er das, okay. Machen wir ein paar Schneeblöcke machen, ne? Kann ich echt machen. Ja. Also mal 4 Stück machen, ohne dass er die wegspült. Dann wollen wir nochmal welche machen. Den Schnee brauche ich auch. Ich brauche keinen. Mein Kreuz jetzt schon wieder, wenn es wieder Winter wird. Ja, du hast schon recht. Jetzt müssen wir mal gucken, ob ich das irgendwie auf Dreieck kriege hier mit dem. Oh wow. Geht's nichts da. Was hättest du denn gern für Reward für die Botania? Das Mesa, Fugard oder Forest? Das ist sowas von scheißegal. Weil wir haben dann schon 3 von den Dingern, also. Okay. Also wirklich, jetzt benötige tue ich sie nicht. Macht keinen Unterschied, oder wie? Nö. Okay, schon wieder was zu essen, oder Sandwiches. Ich schmeiß das mal da in die Kiste rein. Ja. Oh nein, das ist Bienenkiste im Moment. So. Den Förderleister schmeißt da dann ein. Ja. Okay. So. Dann haben wir da schon mal. So, wie geht's denn weiter? Ich hab das nämlich schon mal gemacht mit der Schmiede da. Tree of Life, 16 Living Wood und 16 Liver Clay. Scheiße, da wieder. Und ich weiß, dass wir da irgendwie. Da brauchen wir den. Die komische. Was habe ich denn da gekriegt? Benituite und. Anglesite. PBS 04. Mhm. Für Extreme Reactors. Okay. Weißt du nochmal zufällig, wie das gar mit der winzigen Juwel des Tartarus? Irgendwie muss die, glaube ich, die Monster infizieren, dann muss die töten, dass die da sowas droppen, glaubt, gell? Meine ich. Oder? Moment. Was musstest du trocknen? Für den. Winziges Juwel des Tartarus. Ach so, ja. Da musst du mit irgendwas musst du infizieren. Ja, mit dem Willen. Mit dem. Du musst sie. Ja, gut, bei mir heißt das Ding natürlich Rudimentary Snare. Das ist so eine. Oh, wie hieß das Ding auf Deutsch? Wie könnte das Ding heißen auf Deutsch? Ja. Da steht aber keine Zahl hinter, das ist ja doof. Sieht aus wie ein Lasso. Ungefähr. Wie so ein Kettenlasso. Ah, stimmt, ja, genau. Ich weiß ja. Damit musst du die beschmeißen, bis die so eine Dinger. So Partikel hochsteigen. Genau. Da. Und dann musst du die kaputt hauen. Wo finde ich denn das? Was ich finde. Wie gesagt, ich kann dir leider nur sagen, wie das auf Englisch heißt, das Ding. So, dann müssen wir jetzt mal ein bisschen Holz haben. Was ist denn das für ein Mod? Blood Magic. Blood Magic.
A Chemical Wizard. Genau. Oder finde ich nichts. Wie gesagt, das sieht aus wie so ein Lasso mit so einem Teil vorne dran. Das ist die Leine von Bla. Was heißt Snare auf der Deutsch? Gute Frage. Wenn man es nervt, finde ich es nicht. Aber jetzt auf Englisch umstellen, da oben, wenn wir länger wie suchen. Ja, leider gibt es keine Zahlen, wenn Sie die Zahl sagen. Ja, wenn ihr eingebt. Also nur AdBlood normalerweise, ich glaube, du müsstest darauf hin. Da ist es doch rudimentäre Falle. Ja. Ah, da brauche ich Strings und Eisenbahner. Okay. Aber ich weiß noch vom Ding her, von dem Modpack, wo ich mal gespielt habe, dass das die Ausbeute relativ, sagen wir mal, nicht sehr hoch ist. Du musst einige schmeißen, bis da was rauskommt. Das ist quasi der Treibstoff für den Altar, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, das ist auch der Treibstoff mit Sachen zum Sachen bauen. Ja, genau. Da bin ich noch richtig im Kopf. So, jetzt muss ich zwei Runden Holz machen und dann zwei Runden Stein. Dann ist die nächste Quest fertig. Ich verteile mal 8 Stück, mal gucken, ob die reichen. Ich soll erst einfach den Kühlschrank aufstehen da. Na gut, dann gehe ich halt einmal in eine andere Höhle. Ob ich irgendwo was finde. Problem ist halt, wir brauchen unbedingt Eis. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Botania vorantreiben, damit wir Mana kriegen. Damit ich die Thermoelektrik-Generatoren bauen kann. Das Problem ist, wie sonst weiß ich nicht, was wir sonst an Generatoren benutzen sollen. Öl könnte man noch machen, klar, aber das ist... Sonnengenerator haben wir ja auch. Ja, aber da müsstest du eine automatische Baumfarm bauen. Toll, jetzt komme ich da nicht mehr durch. Jetzt hat er ja alles zugebaut. Er muss ein bisschen außen dran vorbeigehen. Ich habe leider in den Tunnel ein bisschen reingegraben. Macht ja nichts. Ja, Stirling-Generatoren könnte man tatsächlich, aber da müssten nur Farmen. Wir haben ja sogar noch 2 oder 3 Stück da liegen irgendwo. Ja, aber wir müssten theoretisch eine Baumfarm dafür haben. Ja, wegen der Kohle. Ja. Und da haben wir wieder ein Problem. Da müssten wir erstmal. Man kann Äxte bauen, klar, die unendlich haltbar sind. Das geht. Aber da brauchst du viel Papier für. So viel ich weiß. Gut, Papier ist das Problem nicht. Also Zuckerrohr haben wir jede Menge. Ja, dann müsste ich tatsächlich mal gucken, wie das war. Eisproblem nicht unbedingt herstelle jetzt. Weil du konntest auf jeden Fall mit Tinkers konntest du, weil dann haben wir bei Infinity auch gemacht. Äxte hergestellt, die dann uns unzerstörbar sind. Und okay. Damit dann die Farming Stations zu benutzen.
Nein, 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 nein. Arschloch. Ja, irgendwie wurde deine umgebracht. Ja, mein Grabstein liegt im Lava, in der Lava. Oh, okay. Na komm. Oh, den Scheiß um, danke. Ja, gleich potte mich in ein Lava rein. Gut, dass wir keine Leben haben. So, dann ist die Quest gleich auch für dich. Okay, dann kommen die Mana Spörder, okay. So. Ich frage mich echt, was du mit der Windmühle willst, ey. Obwohl Blödsinn, die müsste eigentlich müsste funktionieren. So, der Tree of Life. Clay. Genau, der hält echt. Vielleicht was mitnehmen. Da bloß wieder nachfinden, wo das war. Wie viel ist das schon? Haben wir doch kein Gold, okay. Mann, der Riese Lava ist hier.
Dumm, die dumm, die dumm. Ein bisschen Gold. Toll, der ist ja gar nicht da unten, der ist ja da oben, mein So, ein Mana-Spreader. Und ein Mana-Pool hätte der gerne. Complete. Oh, wie ich wieder keinen Platz habe. Das ist der Wahnsinn. Oh, schlimm hier, ey. Ach du Scheiße. Ich habe die ganze Teppiche gekriegt. Ich habe unten schon mal der Kiste, wo ich sie drin habe. Also mein Grabstuhl habe ich, mein Zeugs habe ich wieder. Was ist das? Nicht gerade Teppich. Ich lege gerade Teppich. Also. Der Wahnsinn, ey. Echt. Kriegst ja 1000 Teppiche, ey. So, was kommt als nächstes? Runik-Altar, okay. Und die ganzen Pflanzen. Ja, jetzt kommen die ganzen Pflanzen. Oh, und die. Boah, ey, fast alle Stäbe machen. Warum? Warum? Warum denn? Schwarzes Quarzerz. Ich würde sagen, ich baue die Endo Flames, oder? Endoflame. Braun, Rot und Light Grey. Braun, zwei Stück, das heißt. Na, scheiße, ich brauche ja vier. Drei. Rot. Light Grey. Habe ich jetzt eine, ne? Sackgesicht. Also die Folgeschulter liegt vorbei, sehe ich gerade. Okay. Deswegen würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, sonst wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer, guckt beim Schwabe rum, Link wie immer in der Videobeschreibung und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.